Hilferuf in schwerer Bedrängnis nach Psalmen 142, 143. Herr, ich schreie zu dir mit meiner Stimme. Ich flehe zu dir, mein Gott. Ich schütte meine Klage vor dir aus und zeige an vor dir meine Not. Mein Geist ist in Ängsten. Nimm bitte du meiner an. Meine Feinde legen mir Schlingen auf dem Wege, den ich gehe. Schau und sieh, ich kann nicht entfliehen. Niemand nimmt sich meiner an. Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Höre meine Plage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe mich aus dem Kerker und aus dem Finsternis, dass ich deinen Namen preise. Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere, wie die, die lange schon tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten. Mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land, mein Gott. Herr, erhöre mich bald. Mein Geist vergeht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Herr, erquicke mich um deines Namens willen, führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen und befreie mich von allen meinen Feinden, die mich bedrängen um deiner Güte willen, denn ich bin dein Knecht. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.